werden mir hier Handys gereicht, aber darauf reagiere ich jetzt mal nicht. Handys werden gereicht. Falk, ganz herzlichen Dank. Und ich darf dich eigentlich schon rüber bitten, du darfst schon Platz nehmen in der Mitte. Genau, meine Kollegen bauen jetzt hier dieses Pult noch ab, damit alle was sehen. Und wir leiten jetzt über zur nächsten Diskussion. Oh, jetzt muss ich meine Kärtchen noch mitnehmen. Okay. Und ich bitte auf die Bühne einmal Karline Mohr und Markus Reuter. Ah, da ist er. So. Ja, erstmal, Falk, vielen Dank für den sehr informativen und ausführlichen Beitrag. Ich weiß, dass viele das Stück gesehen haben. Ja. Ich frage mal in die Runde, wer hat das Stück gesehen? Fear. Okay. Ja. Ja, hätte man gar nicht, aber nein, das ist ja gut so. Wir wollen das jetzt natürlich ein bisschen erweitern und vertiefen in dieser Runde. Und sprechen so in 2-3 Runden über Ignorieren und Diskutieren, über die Mittel natürlich, Methode und Wirkung, und wollen am Ende auch ein bisschen reden über einen Ausblick, was kann man denn nun wirklich machen. Ja, ich mache mal Platz, aber ich sage jetzt erstmal, wer noch alles hier sitzt. Einmal begrüße ich Karline Mohr. Karline lebt in Berlin und bald auch in Hamburg, hat bis März das Social Media Team bei Bild geleitet. Ab Juni ist sie als CVD Audience Development bei Spiegel Online für alle Drittkanäle abseits der Homepage verantwortlich. Trolle, Hater und Nazis im Netz würde sie manchmal gerne schubsen, schreibt sie selbst. Meistens bemüht sie sich aber doch um konstruktivere Lösungen. Sie liebt das Internet und glaubt daran, dass es der perfekte Ort ist, um Geschichten zu erzählen. Bei Twitter, Snapchat und auf ihrem Blog mohrenpost.de, sehr empfehlenswert, tut sie das selbstverständlich auch selbst. Willkommen, Karline. Merci. Genau. Und dann stelle ich kurz vor Markus Reuter. Markus Reuter ist Redakteur bei Netzpolitik.org, beschäftigt sich mit den Themen Digital Rights, Grund- und Bürgerrechte und soziale Bewegungen. Netzpolitik.org, sicher auch bekannt, ist schon lange sozusagen als zivilgesellschaftliches Portal zu allen Fragen von Digital Rights auf dem Markt, allerdings durch die große Landesverratdebatte richtig, glaube ich, nochmal richtig ins Bewusstsein von viel mehr Menschen als, sage ich mal, der Netzcommunity gerückt. Markus ist auch Aktivist und hat bei Netzpolitik.org vor einigen Monaten angeheuert. Vorher war er in Fragen des Internets hier bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Hallo Markus. Ah, okay, dann muss ich kurz sagen, Falk fragt noch, wo sein Laptop geblieben sei. Der ist da hinten drauf. Brauchst du den jetzt? Nee, nur, dass der nicht wegkommt. Okay. Hier kommt nichts weg, sag ich mal so. Okay, gut. So, ich öffne mal die Runde. Und unsere erste Frage ist, ignorieren oder diskutieren, Stand der Dinge. Das heißt, das... nichts ignoriert wird, haben wir jetzt eben im Vortrag gehört, und dass das Stück 4 und diese Theaterarbeit natürlich eine Möglichkeit sind, sich auseinanderzusetzen, ist klar. Ich sag mal, jetzt im journalistischen Bereich, und es sind ja zwei hier, die im journalistischen Bereich arbeiten, auf unterschiedlichen Feldern, haben wir ja einen ähnlichen Vorgang in den sogenannten Auseinandersetzungen mit dem Leser und der Leserin, die Kommentarspalten. Ja. Und das war ja erst, sage ich mal, in dem Beginn der Möglichkeit der Auseinandersetzung im Netz mit sozusagen im One-on-One, ja, mit den, in der Auseinandersetzung mit Artikeln, schien das ein tolles neues Mittel, einfach einer Leserschaft eine Stimme zu geben.
Jetzt merke ich oft, wenn ich gewisse Threads aufmache, da steht dann drunter, wir mussten diesen Thread abstellen wegen, ich sag mal, einfach überbordender Hasskommentare zum Thema Flüchtlinge. Da spielt es eine Rolle. Ich habe mir gerade vom Guardian durchgelesen, The Black Side of Commentaries im Guardian. Da gewinnt das Ganze, so wie das da beschrieben wird, auch noch eine Dimension gegen Frauen, sehr, sehr, sehr speziell, und natürlich gegen Menschen mit Migrationshintergrund. Deshalb komme ich gleich zur ersten Frage. Karline, in der Auseinandersetzung mit dem Leser, was wäre für dich als Journalistin und Netzmensch sozusagen ein Weg, ja, so zwischen Markenbindung und wo ist Schluss? Also ich glaube, dass kein Medium und keine Publikation es ertragen muss, wann rechtspopulistischer Dreck unter den Artikeln auftaucht. Da geht es ja nicht mehr um Dialog oder um Diskussionen oder um Austausch, sondern um Hetze und um Hass. Und ich finde nicht, dass man das dulden muss. Und deshalb ist es vielleicht eine Mischung aus ignorieren, blocken, löschen und eben aus diskutieren und reden. Die Süddeutsche hat ein ganz spannendes Projekt, die geben nur noch ausgewählte Artikel zur Diskussion frei und die werden dann aber auch wirklich moderiert. Also nicht nur im Sinne von, wir blocken da was weg, sondern im Sinne von, da sitzen Redakteure dahinter, Reporter. Es wird vorher moderiert, also es wird vorher administriert und dann erst freigegeben? Es gibt ausgewählte Artikel. Also die Süddeutsche sagt, das sind unsere Themen der Woche, das sind unsere drei großen Themen, die geben wir frei, da sind Kommentare zulässig, wir reden mit euch. Und alle anderen Artikel haben auf der Seite keinen Kommentar-Thread, sondern nur die Weiterleitung zu Facebook. Das reicht ja manchmal auch. Und ob, ja. Ich gebe die Frage mal an Markus weiter, vielleicht unter dem Aspekt, großes Versprechen auch der Netz-Community war natürlich Meinungsfreiheit, auch Meinungsfreiheit im Netz. Heißt natürlich auch Meinungsfreiheit für jeden und für jede. Was ist deine Erfahrung jetzt in, sagen wir mal, im letzten Jahr, weil ja auch, ich sag mal, ihr das Thema neu bewertet habt? Also grundsätzlich finde ich natürlich wichtig, dass man kommentieren kann und dass es den Rückkanal gibt. Und wenn man, ich würde erstmal was Positives ranstellen, wenn man sich anschaut, was zum Beispiel unter Podcast, wo sich Leute 2 Stunden was angehört haben, was da für Kommentare sind, das ist irgendwie die Debattenkultur, die man haben will. Also da wird wirklich auf Literatur hingewiesen und die diskutieren zusammen und da sind dann 60 Kommentare drunter. Und eigentlich will man das haben und ich glaube, das ist so ein Unterschied, wenn ich mal 2 Stunden irgendwas angehört habe, dann haue ich nicht irgendwie Kacke rein. Ja? Also, und ansonsten ist es natürlich schon auch eine, wenn man sich die großen Tageszeitungen anschaut, von denen haben fast die Hälfte Kommentare eingeschränkt in letzter Zeit. Und das bringt natürlich auch wieder Druck auf andere, wo auch diskutiert wird. Das kann man auch so ein bisschen bemerken. Grundsätzlich bin ich schon, also es hängt ein bisschen auch von der Größe ab des Mediums. Wenn ich ein privates Blog mache, muss ich nicht irgendwie die Plattform bieten für Nazis. Was macht man bei Medien wie Facebook, wo die eine Durchdringung von 90% haben? Da fängt es ja an, nicht mehr in diesem privaten, ich moderiere mal was weg, Bereich zu gehen, sondern dann wird es ja fast schon staatlich in Richtung Zensur. Und das ist dann schon kritisch zu sehen, gerade wenn jetzt das auch so ausgelagert wird, was die Bundesregierung und auch die EU vorhaben, eben diese Richtlinien einfach auf Facebook abzuwälzen, anstatt sich selber damit auseinanderzusetzen in Gesetzen. Ja klar, und Facebook wälzt das ja dann nochmal einen Schritt weiter, indem es dann teilweise an Outsourcing-Firmen geht, die, sage ich mal, Löschvorgänge und damit aber auch die Fragen der strafrechtlichen Verfolgung. Vielleicht auch da nochmal ein Punkt, Karline, wo siehst du aber die Grenze, sage ich mal, zur Strafverfolgung? Heißt das, wenn ein Kommentar so ist, dass er strafverfolgt werden muss, gibt ihr sowas weiter? Oder deine Beobachtung, wird sowas weitergegeben? Wir geben vor allem Sachen weiter, die sich explizit gegen Personen aus dem Haus richten. Ne? Also dann ist das immer eine sehr, sehr schnelle Sache. Aber grundsätzlich war es tatsächlich so oder ist es auch so, dass Community-Teams in großen Häusern angehalten sind, zu sagen, hier, gebt das weiter, gebt das an unsere Rechtsabteilung, wir gucken uns das an, wir gucken, ob man da irgendwie weitergeht. Zum Kommentarwesen direkt eine letzte Frage. Das erfordert ja erstmal auch eine Menge Arbeitskraft. Ja? Also ich sag mal, allein die Kollegen von Nachkritik, die hier sind, wissen, die Kommentare selbst auf Nachkritik zu moderieren, ist ja eine Arbeit
Und Nachkritik schaltet erst frei nach sozusagen Administration und Begutachtung der jeweiligen Kommentare. Gab es da auch so ein Ende, gab es da eine Änderung in den Medien, in denen ihr gearbeitet habt, beziehungsweise jetzt arbeiten werdet, dass man einfach zusätzlich Menschen eingestellt hat, die sich darum kümmern? Also das ist ja etwas, das beobachtet man oder das beobachte ich ja insgesamt in der Medienlandschaft, dass da aufgerüstet wird. Nicht erst seit vergangenem Sommer, sondern dass das ein Thema ist, das man angehen muss. Das ist jetzt, glaube ich, auch wirklich, oder hoffe ich zumindest, im letzten Redaktionsbüro in Hintertupfingen angekommen. Also wenn man sich die Welt anguckt, die machen natürlich auch offensiv Social Media, und die Social Media Strategie von Welt beruht darauf, dass da wirklich Redakteure sitzen mit journalistischem Hintergrund, also keine Studenten oder Aushilfen, sondern fest angestellte Social Media Redakteure, die den ganzen Tag antworten und zurückschreiben. Wie macht ihr das, Markus? Also bei Netzpolitik ist es so, dass die Autorinnen und Autoren direkt für ihre Artikel zuständig sind. Das heißt, man kriegt da, wenn man ein kontroverses Thema hat, durchaus sehr viele Kommentare rein. Und unsere Strategie ist schon, da auch direkt irgendwie zu antworten und zu sagen, ey, deinen völkischen Datenschutz kannst du dir jetzt aber irgendwie wegschieben, da haben wir keinen Bock drauf. Also schon auch so, und dann zu versuchen, man verliert ja in dieser ganzen Kommentar-Unkultur quasi die guten Leute, die eigentlich auch kommentieren, und die haben alle schon keinen Bock mehr. Und das heißt, es bleiben eigentlich nur, es bleibt ein Haufen Schrott übrig. Und das ist ja total schade, weil das war ja mal ein bisschen anders und es gab ein paar Trolle und die haben dann auch Gegenrede bekommen. Und das dreht sich gerade so um, dass man bei manchen Themen dann wirklich irgendwie halt die Mehrheit der Leute hat, die eben nicht irgendwie wirklich diskutieren will. Also das ist bei Netzpolitik nicht so schlimm, weil wir eben recht wenig zu Flucht und Migration haben, aber das schlägt da schon auch durch. Oder auch mit Verschwörungstheorien und dem ganzen Kram. Das ist ja übrigens so ein bisschen die Idealvorstellung, ne? Dass wir irgendwann überflüssig sind, also Community-Teams im Grunde, sondern dass sich eben Redakteure, Reporter, Kommentatoren, Kolumnisten selber kümmern. Aber da hat es natürlich eine Plattform wie Netzpolitik auch ein bisschen leichter als tradierte Publikationen, bei denen man den Leuten teilweise noch erklären muss, warum Facebook vielleicht doch eine ganz gute Idee ist. Okay, danke, Karline. Jetzt mal zum Theater zurück, aber genau auf dieser Ebene. Ihr habt ja sozusagen das Stück nach dem Stück gehabt. Und das Stück nach dem Stück im fast schlingensiefischen Sinne, auch wenn nicht unbedingt intendiert, ja, hieß ja sozusagen, wie läuft die Auseinandersetzung zwischen der Institutionsschaubühne und natürlich den handelnden Personen, ja, und dieser, ich sag mal, amorphen Zombie-Masse, die sich so, in das Gespräch eingeschaltet hat, wie du eben beschrieben hast. Was würdest du als einen Weg sehen, sozusagen aus einer Institution des Theaters, weil das kann ja auch, ich sag mal, in Ingolstadt oder in Memmingen oder sonst wo passieren, nicht nur an der Schaubühne, diesen Prozess zu moderieren, und wo, sag mal, in diesem Moderationsweg, den ihr jetzt hattet nach dem Stück, wo siehst du da so Stärken und Schwächen? Ja, also ich kann erstmal sagen, das ist, also aus der eigenen Erfahrung, es war erstmal schon ein ganz schöner Schlag, ist ja klar. Also auf einmal war ich so die Hassfigur Nummer 1 für eine Zeit auf rechtsextremen Blogs. Das ist doch ein Kompliment, Mensch. Das weiß, ja, es ist so, wenn dann die erste Morddrohung kommt oder wenn dauernd dein Foto irgendwo ist, also klar, ist lieber als sozusagen Hassobjekt von irgendwie, keine Ahnung, von Greenpeace zu sein oder so, aber Es ist schon ein ganz schöner Schlag, weil man das ja so nicht gewohnt ist. Ne? Also so, ich stehe ja so gar nicht in der Öffentlichkeit, wie das jetzt vielleicht ein Politiker macht oder so. Aber wir mussten halt erstmal lernen, dass mit bestimmten Leuten jetzt gar nicht wirklich argumentiert werden kann, weil sie das auch gar nicht wollen. Dass man da dann auch einfach keine Energie unbedingt reingibt bei bestimmten Leuten, bei denen ganz klar ist, die haben das Stück nicht gesehen, die waren vielleicht sogar noch nie in ihrem Leben im Theater, die machen sich jetzt irgendwie da Luft, die Mails werden nachts um 3 geschrieben und irgendwie in so einem Duktus voller Hass und so, da kann man dann eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig mit umgehen. Ansonsten, also glaube ich, ist es wichtig, stark zu bleiben, ja, also irgendwie zu sagen, nee, das Stück wird nicht geändert, es bleibt so, wie es ist, ja, da wird irgendwie nichts rausgestrichen, da gehen wir jetzt nicht irgendwo zurück. Man kann das dann immer wieder in einer richtigen Diskussion auch darlegen, was das soll. Ich kann es genau erklären, was es bei allem soll. So einfach. Dann
ist es sicherlich auch sinnvoll, sich mit Leuten zu vernetzen, also die einen Draufblick haben. Also ich habe jetzt hier mal so ein Buch mitgebracht von einer, wenn ich das ganz kurz nur vorstellen darf, einer sehr tollen Klar, Autorin. Klar, wenn es nicht deins ist. Ist nicht meins. Okay. Liane Bettnerz heißt diese Autorin und die hat ein Buch geschrieben, Gefährliche Bürger, die neue Rechte greift nach der Mitte. Und das kam, soweit ich weiß, also ich habe es leider nicht vor der Premiere lesen können, erst danach, aber es ist auch relativ neu und da wird einem erstmal so erklärt, was das eigentlich alles für Leute sind, wo die Denker sitzen, was das für Ideologien sind, die da jetzt in die Gesellschaft gebracht werden sollen und das ist auch erstmal wichtig zu verstehen. Also man kann auch wirklich erstmal so Aufklärungsarbeit machen. Ja. Aber wie war das bei euch in der Schaubühne? Das würde mich interessieren, ja. Nämlich ihr habt eine Presse- und Öffentlichkeitsabteilung und ja. Da stelle ich mal, die bekommt ja plötzlich jetzt so eine Masse von ja. Briefen, Kommentaren. Mhm. Gleichzeitig wollen aber noch ein paar Stücke produziert werden ja, nebenbei ja. Ja, ja. Und beworben werden. Also was war da dann 24-Stunden-Schicht? Oder? Ja, also es war schon Alarm. Also jetzt so, wenn man, also ich war eigentlich im Urlaub. Ich hatte so ganz normal, wie man das macht als Regisseur. Nach der Premiere will man auch mal in Urlaub. Ich war irgendwo in einer anderen Zeitzone. Es gab dauernd irgendwelche Nachtkonferenzen, Schaltungen mit dem Chefdramaturgen, mit Thomas Ostermeier, mit meinem Dramaturgen. Wir mussten nun halt erstmal so überlegen. Also worauf reagieren wir überhaupt? Am Anfang ist es ja so, da wird dann irgendwie gesagt, ja, die haben das Auto angezündet. Ne? Dann reagiert man überhaupt auf so einen schwachsinnigen Vorwurf. Ja? Also die Frage ist ja so, auf was lässt man sich überhaupt ein? Irgendwann hat Ostermeier dann eine Erklärung abgegeben und einfach nochmal so klargestellt, in dem Stück wird nirgendwo zu Gewalt aufgerufen. Und so weiter, hat also so eine Erklärung abgegeben, wo das nochmal klargestellt wird und auch nochmal gesagt wird, man kann sich das angucken, das Stück ist auch nachlesbar und so weiter und so weiter. Aber klar, also die Fragen sind so, auf was reagiert man, auf welche Vorwürfe, manche sind ja auch komplett abstrus. Das geht so in alle Richtungen, was da einem vorgeworfen wird. Und dann, was vor allem eben immer so gemacht wurde, war, dass so verlangt wurde, bestimmte Sachen zu ändern. Also man müsste jetzt ein Bild rausnehmen oder man müsste dieses Video rausnehmen oder müsste man diesen Satz rausnehmen. Also damit darf man überhaupt nicht anfangen. Also man muss dann einfach sagen, das bleibt jetzt so, wie das ist. Bleibt so, wie es ist. Okay. Ein Schritt weiter und zwar Wahl der Mittel. Du hast in deinem Stück, ich sag mal, Satire angewandt. Wir haben heute Morgen erfahren, dass nach 130 StGB Satire geschützt ist, in Anführungsstrichen. Und das benutzen natürlich viele, diesen Schutz. Ja? Nicht nur du, sondern wir sahen heute Morgen einige Videos, wo diesen Schutz natürlich auch Menschen aus dem rechtspopulistischen Lager für sich, für ihre Art von Satire in Anspruch nehmen. Das heißt, wenn man jetzt überlegt, was sind Gegenstrategien? Eine Sache, die lief vor einiger Zeit in der Bild, ist der sogenannte Pranger. Wir besuchen die Facebook-Hetzer zu Hause. Ja. Und das war eine Aktion, die an verschiedenen Orten durchgeführt wurde. Da ging man einfach sozusagen vor Ort zum Hetzer oder zur Hetzerin und stellte die zur Rede. Und von Angesicht zu Angesicht, also quasi raus aus dem Netz, rein ins Analoge. Karline, wie würdest du das bewerten? Ist das ein Mittel, dass das quasi sozusagen im Rahmen einer größeren Strategie funktionieren kann? Oder ist das einfach ein Hochdrehen der Spirale in beide Richtungen? Also vor der Tür zu stehen und zu sagen, du hast doch geschrieben und so weiter, das ist ja ganz klar ein Mittel des Boulevards und sehr überdreht. Was ich beim Facebook-Pranger, den Bild da aufgemacht habe, viel spannender fand, war diese Doppelseite in der Bild-Zeitung. Pranger der Schande hieß der. Und ja. Ja. Und da wurden eben Facebook-Kommentare, aber auch Kommentare aus der Community gedruckt. Einfach auf, ne, auf so einer großen Doppelseite. Und zwar mit Klarnamen und mit Foto. Und darüber wurde halt sehr viel diskutiert. Verletzt das die Persönlichkeitsrechte? Ist das ein gutes Mittel, um mal zu schockieren? Und also die rechtliche Ebene ist da immer noch nicht geklärt. Das Landesgericht München hatte mal eine Klage einer Frau, die da bei diesem Facebook-Pranger war, abgelehnt. Das Oberlandesgericht hat jetzt gesagt, doch, es ist zulässig, die Klage. Und jetzt geht Springer natürlich wieder dagegen für. Also die Kuh ist noch nicht vom Eis so. Mhm.
problematisch ist es halt, dass, ich meine, wenn da jemand schreibt, ne, die scheiß Kanacken, schade, dass sie nicht alle ersoffen sind jetzt gerade im Mittelmeer, so, dann ist das jetzt relativ, oder die Schuldfähigkeit dieser Aussage ja relativ offensichtlich. So, heikel wird es natürlich bei Kommentaren, die dann da stehen im Facebook-Pranger, die moralisch sehr verwerflich sind, aber halt nicht in den strafrechtlichen Bereich fallen. Ne? Das ist dann in diesem Moment eine Vorverurteilung natürlich. Das ist, widerspricht unserem Rechtssystem. Und es ist auch eine Debatte, die gab es auch beim Germanwings-Piloten, ne? Andreas Lubitz. Genau. Da haben sich aber viele Medien unterschiedlich entschieden, zu sagen, wir zeigen das Bild und wir nennen den vollen Namen. Und es gab Medien, die gesagt haben, nee, wir warten wirklich ab, bis da Anklage erhoben ist. So, und das ist so eine ähnliche Debatte, bei der man sich unterschiedlich positionieren kann. Macht man das oder macht man das nicht? Ich ganz persönlich und aus dem Bauch heraus und emotional fand diesen Pranger gut. Ich sehe diese Leute beruflich und persönlich jeden Tag im Internet und es macht müde, es macht wütend, es macht hilflos. Und ich sehe einfach die Gefahr, dass dieser Hass, der im Netz sich da, der da immer weiter bestärkt wird und sich weiterentwickelt, dass der da nicht bleibt im Netz. Also ich stell mir das ungefähr so vor, da schreibt mal jemand, schade, dass sie nicht alle ersoffen sind und kriegt 1000 Likes und denkt, ah Mensch. Bestätigung. Ja. Salonfähigkeit, kann man ja plötzlich sagen. Dann schreibt jemand in der, weiß ich nicht, sauberes Klausnitz-Gruppe, boah, jetzt kommt da wieder so eine Gruppe Kanacken, denen sollte man echt mal zeigen, wo der Hammer hängt. Und dann wird dieser Kommentar 1000 Mal geliked, dann schreibt der zweite drüber, hey, im Obi gibt's gerade Fackeln im Angebot, wird auch wieder geliked. Und dann stehen die da irgendwann, dieser Mob, vor dem Bus. So. Und so stelle ich mir das manchmal vor. Und wenn man diesen Leuten zeigt, das, was ihr da schreibt, das ist nicht irgendwo im Internet, und das, sondern es ist relevant, es ist echt irgendwie und es ist nicht okay. Und aus dieser Perspektive finde ich, ja, kann man die auch mal unter dem Pranger der Schande auf eine Doppelseite drucken, um denen zu zeigen, so, Leute, das passiert wirklich. Okay, ist eine klare Ansage. Ich würde ganz kurz fragen, Markus, ja, direkt da drauf. Ich habe da aber auch Schmerzen mit. Also einerseits komme ich aus dem Datenschutz auch, aber das ist so eine, die Methode, die Hassmaschine Beatrix von Storch, die, ob jetzt gegen dich oder gegen den Tortenwerfer oder gegen irgendwen, den sie auf ihrer Facebook-Seite zerrt und das dann zu Morddrohungen, zu Bedrohungen, zu Hasskommentaren führt. Und wenn man eigentlich diese gleiche Geschichte, wenn ich jetzt die AfD-Mitglieder veröffentliche, die auf dem Parteitag waren, wie das ja passiert ist, oder diesen Pranger mache, ich kann das Gefühl dahinter verstehen, dass man das machen will, aber eigentlich ist es das gleiche Mittel, was die nutzen. Damit die gehen immer auf die Person, nicht in der Sache und fangen an zu bedrohen. Und das passiert ja da irgendwie dann auch. Und deswegen finde ich das keine adäquate Umgehensweise, auch wenn ich das verstehe, warum man das machen will. Aber bei diesem Pranger waren es ja vor allem allgemeingültige Hetze, ne? Nicht so personengerichtet gegen, weiß ich nicht, Diekmann oder Reichelt oder so. Ja. Dann würde ich das Argument verstehen, aber es war ja wirklich so ein allgemeines, ihr sollt brennen und alle an die Wand. Und ihr so. Verdient kein Asyl, geht nach Hause, lasst uns in Ruhe, ihr Drecksvolk. Den de Maizière, die alte Ratte, soll der Teufel holen, an den werden wir denken, wenn es soweit ist, wenn das Volk ihre Verräter straft. Der Frau wurde mächtig ins Gehirn geschissen, so ein großer Verrat ans deutsche Volk. Also nur um so kurz die Dimension der Kommentare, also ja, der Pranger-Kommentare zu setzen. Ich möchte die Frage sofort an dich, Falk, dazu. Jetzt, wenn das bei der Bild-Zeitung passiert, dann kann es einen Prozess geben, weil bei der Bild-Zeitung ist es jetzt nicht Satire, ja, also jedenfalls so nicht gemeint. Entschuldigung. Falk, jetzt benutzt ihr im Stück, ja, an vielen Stellen Bildmaterial. Und Bildmaterial, das nicht notwendigerweise schmeichelhaft für die Leute ist, die da gezeigt werden. Also sie werden jetzt nicht so poesiealbummäßig da vorgeführt. Ja. Ich will damit nur sagen, ihr benutzt ja, oder du oder ihr als Gruppe benutzt das ja auch als ein, sage ich mal, Kennzeichnungsmittel. Ja. Wie siehst du das? Weil ich finde, so Pranger hin, Pranger her, aber war das für dich auch eine Überlegung im Stück, ja, über das Bildmaterial sozusagen da eine Pranger-Situation zu schaffen? Weil ich werde ja mit den Bildern der Menschen, die du im Vortrag genannt hast, permanent konfrontiert
in der Produktion. Naja, das ist ja so, das Ganze ist ja auch eine künstlerische Visualisierung meines Textes oder eine Umübertragung auf die Bühne. Letztlich ist es so, während dieses Textes, den ich da vorgelesen habe, sieht man, wie so ein Kollektiv junger Berliner die Bühne vollhängt mit Ausdrucken, also von eigentlich gegoogelten Fotos. Es ist letztlich genau diese Visualisierung oder Ästhetisierung dieser YouTube-Google-Research-Nacht, die da beschrieben wird, und die hängen sozusagen diese ganzen Fotos auf. Das ist wie so eine Sichtung des Materials, und das ist auch erstmal wirklich in alle Richtungen. Also da hängt dann eben Frauke Petri, aber auch Anders Breivik. Da hängt sozusagen erstmal das gesamte Spektrum all dieses radikal rechten Lagers. Und also ich meine, und dann werden auch Videos gezeigt, aber das ist eher wie die werden sozusagen gezeigt. Also das war für mich aber auch ein Weg, um sowas zu schaffen, wie so ein Versuch, also das Internet wirklich mal auf der Bühne zu haben. Also wie ist das, wenn das plötzlich so auf die Bühne kippt und dieses ganze Fotomaterial und Bildmaterial ist da. Warum werden die nicht positiv gezeigt? Naja, das sind eigentlich die Bilder, die zum Teil auch selber von sich ins Netz stellen. Also ich meine, das ist sozusagen das, was man findet, wenn man googelt. Das ist ja nicht entstelltes Material. Das ist Material von der Demo für alle. Es sind immer Bilder, wo die Persönlichkeiten bei öffentlichen politischen Anlässen gezeigt werden, keine Privatbilder zum Beispiel. Ja klar, aber da gibt es noch die Szene, wo in einer Art Horrornacht auf dem Gut derer von Grosig, ich sag mal so, eine Erscheinung des Großvaters von Bertrand von Storch. Das ist dann am Ende des Stückes. Da geht es tatsächlich, da ging es für mich auch, es ging ja beim ganzen Thema um die Auseinandersetzung auch für mich, was ist das eigentlich für ein Material für das Theater? Und dann sagen diese Schauspieler an einer Stelle, also die letztlich fürs Theater interessanteste Figur ist Beatrix von Storch, weil ihr Großvater einer der schlimmsten Nazis war, den es gab, ist das Hitlers Finanzminister, und sie bauen im Grunde in so einer Art Hamlet-Shakespeares, also Hamlets Geist-Szene so nach, wie der Geist von Beatrix von Storchs Vater, also von Hamlets Geist, Großvater, Entschuldigung, so langsam in Beatrix eindringt und sie anfängt zu leiten. Das ist natürlich eine Fiktion, das ist ja völlig klar, das ist ja kein journalistischer Text, sondern das geht darum, also Beatrix von Storch heißt eigentlich Beatrix Amelie Ehrengard Eiliker, geborene Herzogin von Oldenburg. Sie ist sozusagen als Herzogin von Oldenburg, das erinnert an Schiller, das erinnert daran, wie Schiller sich mit dem korrupten, bösartigen Adel auseinandergesetzt hat. Also es hat auch ganz viel mit dem Medium Theater zu tun, diese Auseinandersetzung. Wichtig ist noch, die spielen da sozusagen, die skizzieren da eine Szene an, also sie versuchen sich zu überlegen, wie kann man eigentlich Beatrix von Storch, die jetzt so an die Macht dringt, wie kann man die auf dem Theater thematisieren? Das ist so ein Versuch und der wird dann auch abgebrochen. Ja, das Ganze ist gerahmt, das wäre auch nochmal wichtig. Letztes Nachhaken und dann gehen wir zum nächsten Thema, ist natürlich, du baust da so eine Art Prinzessinnengarten auf im zweiten Teil. Ja, das sind die. Links, also so Hipster-Paradiese. Ja. Genau. Und dann kommen die raus, die Hipster, und sagen, oh je, ja, da passiert gerade was ganz Schlimmes. Ja. Und wir wissen eigentlich gar nicht, wir sind erstmal ratlos. Wir sind sauer, wütend, wie das Karline eben formuliert hat. Ja. Wir wollen etwas tun, aber das heißt, ist dein Befund auch Ratlosigkeit? Oder muss Ratlosigkeit sein vor Aktion? Ja, also zu dem Zeitpunkt war es auch eine Ratlosigkeit. Es war so, es ging so schnell alles und die formieren sich so schnell. Und es war schon ein Angriff auf die Zivilgesellschaft, der da stattgefunden hat. Plötzlich war, wie die beiden ja hier auch sagen, das Netz war ein anderer Ort. Es war nicht mehr der Ort, wo man sich so austauscht, sondern das war plötzlich so ein Ort, wo Nazis irgendwelche üblen Parolen von sich geben. Also es ist auch eine Ratlosigkeit auf der einen Seite, die ich da zeige. Es soll letztlich eigentlich auch eine Kritik sein an so einer eingeschlafenen Hipster-Linken, denen das eigentlich zu unlässig ist, sich mit so einem Scheiß auseinanderzusetzen und die lieber vegan kochen zusammen und irgendwie auf der Dachterrasse sitzen. Es ist aber auch mein erster Ansatz dahin also den Scheinwerfer auf die Vordenker, die Protagonisten dieser Hetze zu richten. Also
Es gibt eben die Leute, die dann schreiben, da im Baumarkt gibt es Fackeln, lass uns die mal kaufen. Aber es gibt auch die Leute, die das ganze Weltbild dafür produzieren. Also zu sagen, wir sind Angegriffene, bald können wir hier nicht mehr in Deutschland leben. Unsere Badeanstalten, die werden ja schon beschlagnahmt, da dürfen Frauen gar nicht mehr rein. Und die also sozusagen immer diese Panikbilder produzieren von der Flut, von den Invasoren. Und deshalb hat dann so jemand, der sich da im Baumarkt das dann kauft, auch das Gefühl, er leistet gerade Widerstand. Er leistet gerade eine ganz wichtige Arbeit zur Befreiung Deutschlands und des deutschen Volkes. Also das heißt, ich habe mich dann auch auf diese Leute konzentriert, die eben ja, so das Denken vorgeben und damit aber auch zum Handeln aufrufen natürlich. Ja, zum Handeln aufrufen ist das Stichwort. Das zweite Stichwort ist Counterspeech. Ja. Counterspeech, ein Wort, das ist so ein Wort, man hört das ständig und denkt eigentlich, was ist denn eigentlich damit gemeint, mit Counterspeech? Ich sag mal, Facebook macht Workshops zu Counterspeech, wäre auch interessant, also einen habe ich mal mitgemacht, um mich mal zu informieren, was Facebook unter Counterspeech versteht. Peter Glaser, und das als Eröffnung zur Frage an dich, Markus, hatte mal, ich glaube, 2006 einen interessanten Artikel, wo er Facebook mit einer Bar vergleicht, ja, sozusagen, und in der Bar gelten die Hausregeln, ne, der Bar. Man geht rein und für mich ist jetzt so Facebook sozusagen, also die Counterspeech etwas, wo man sagt, wenn dir jemand da sozusagen eine schlägt in der Bar, ja, dann bringe ich dir bei, wie du dich selbst verteidigen kannst. Ja. Also zwei Fragen. Einmal, gibt es da nicht auch eine Selbstverantwortung der Portale, auf denen man agiert? Ja? Und das zweite wäre, was ist denn eine effektive Counterspeech jetzt so aus zivilgesellschaftlicher Sicht oder aus eurer Sicht? Ich habe in letzter Zeit mit vielen Bloggern gesprochen und nachgefragt, wie es denen eigentlich so geht in letzter Zeit. Und alle hatten ja das Gefühl, dass da einfach mehr kommt an Hass und auch vor allem Morddrohungen, was wirklich viele bekommen. Und ich glaube, dass Counterspeech funktioniert halt nur, wenn genügend Menschen da sind, die auch Counterspeech machen. Aber ich glaube, die Leute, die lesen gar nicht mehr die Kommentare. Also das war, und der, das war die Erfahrung von denen, war so, hey, vor 5 Jahren, da kam dann irgendein Nazi und kotzt seine Meinung da rein und dann kommt jemand und sagt, hey, hau ab, und dann kommt noch ein Gegending. Und dann kann sogar der Nazi-Kommentar stehen bleiben, weil er wird ja dann durch Gegenrede, und dann, und das funktioniert heute nicht mehr. Also einfach, weil die Leute, ich habe das Gefühl, dass ganz viele Leute einfach meiden, was unter dem Artikel ist. Und da müssen wir eigentlich wieder hin, dass Leute das wieder lesen und da einsteigen und mitdiskutieren und eigentlich diesen Hass irgendwie auch verdrängen. Das wäre der Wunsch an Counterspeech. Facebook macht natürlich Counterspeech nur auf, weil sie sich Moderatoren sparen wollen. Das ist deswegen ihre Strategie. Aber das ist natürlich trotzdem wichtig. Karline, darauf eingehend, Counterspeech jetzt aus deiner Sicht sowohl von Leserinnen, anderen Leserinnen gegenüber, ja, wie auch natürlich jetzt von der Redaktion aus. Wie siehst du das? Und welche Art soll das annehmen? Ja? Das ist so ein total wichtiger Punkt irgendwie, den der Markus gerade angesprochen hat. So, wir konzentrieren uns alle auf die Hater und überlegen, wie wir die loskriegen oder anzeigen oder wegblocken. Und wir vergessen dabei, also wenn ich jetzt wir sage, dann meine ich Medien. Und wir vergessen so ein bisschen auch eben die Counterspeech zu stärken. Das wäre jetzt sozusagen die Ebene aus Mediensicht. Und da gibt es total viele Möglichkeiten. Man merkt, dass sich die Leute total freuen, wenn man einen Tweet von denen pfefft. Dann schreiben die, oh mein Gott, machen einen Screenshot und sagen, Spiel Online hat mich gerade gepfefft. Dasselbe gilt für Facebook, wenn man auch denen mal bei Facebook einfach antwortet. Ne? Und das sind nur das dauert 2 Sekunden. Da mal was zu pfeffen. Der nächste Schritt ist dann auch mal zu antworten. Einfach nur zu schreiben, hier, Susanne, super, super Gedanke. Auch eben als Medium. Und der dritte Schritt wäre auch einfach, also es macht Tagesspiegel und die Zeit machen das schon. Die nehmen wirklich Kommentare aus der Community, packen das nochmal auf eine Quote-Card, also auf ein Zitat auf Foto und posten das nochmal bei Facebook und sagen, unsere Leserin oder unser Leser so und so hat gesagt. Und genau das stärkt das ja auch. Also diese Bestätigung funktioniert ja nicht nur in die eine Richtung, sondern auch in die andere Richtung. Und das müssen wir aus Mediensicht verstärkt machen und eben aus Nutzersicht oder aus der persönlichen Sicht. Da gab es auch auf der Republika einen tollen Vortrag zum Sturm der Liebe. Scheiße, ich hab's vergessen. Wie hieß es denn?
Wir schlagen das nach. Wo genau. Es eben darum ging, zu sagen, hey, wir müssen uns darauf konzentrieren, jeder Einzelne von uns wieder zu antworten irgendwie und eben auch mal nicht einfach, wenn wir in der Diskussion merken, okay, da hat mich gerade jemand zum Nachdenken gebracht, das auch einfach mal zu schreiben. Okay, weißt du was, ich denke da mal drüber nach, was du gerade gesagt hast, um diesen Dialog zu fördern überhaupt. Und das ist eben das, was wir auf der persönlichen Ebene tun können und tun sollten. Mitreden, mit liken, mit pfeffen, mit retweeten, wenn wir was gut finden, sagen, dass wir es gut finden. Stimmst du zu, Markus? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, da muss man natürlich überlegen, wie kann man das auch noch technisch fördern? Kann man irgendwie Kommentare nach oben bringen, die besonders gut sind? Ja. Aber dann reißt man natürlich wieder die Chronologie von Kommentaren auseinander. Aber da eben überlegen, wie man sowas auch wieder attraktiver macht, da mit zu diskutieren, damit ich nicht denke, oh Gott, den Hass, den tue ich mir jetzt auch nicht an, oder Spiegel Online-Artikel. Ich meine, aber direkt Nachfrage dann. Facebook-Seite HC Strache, ja, so, entsprechende Posts, man geht da drauf, ja, also HC Strache, Vorsitzender der FPÖ in Österreich. Wenn ich jetzt quasi einen Counter-Speech-Kommentar da mache, heißt das ja, dass ich gleichzeitig auch sozusagen, weil Facebook halt so ist, ja, sozusagen potenziere die Werbung für die Seite. Ja, ist das ein systematischer Fehler? Oder ist das halt so? Ich weiß, ich meine, was auffällig ist, also ich würde jetzt Counter-Speech bei Strache oder bei FPÖ, finde ich nochmal eine andere Nummer als jetzt bei einem Medium. Ich glaube, okay. Was mir so auffällt, ist, dass eigentlich so, was so alles so links, alternativ, die ganze Szene schaut, geht gar nicht zu denen hin. Aber die kommen alle irgendwie in die Blogs, die kommen aus ihrer Filterbubble irgendwie raus, obwohl sie sich nur immer selbst bestärken, wie gefährlich und scheiße alles ist und die Welt wie bedroht. Aber die schaffen es dann, in jedes kleine Blog, was über Flüchtlinge schreibt, irgendwie reinzugehen und ihren Kram reinzubringen. Und ich glaube, dass das nicht passiert von unserer Seite, dass wir da zu denen hingehen. Und ich fand sofort, Carlina, Arne Vogelgesang hat das ja beschrieben heute schon mit Posten, Teilen, Posten, Teilen, Posten, Teilen. Also quasi so diese Zwei-Schritt-Gymnastik im Netz ist ja bei rechts absolut angekommen, ja, in der großen Aktivität. Wenn es eine, sag ich mal, Anne Will mit Frauke Petri sitzen, die, sag ich mal, freiwilligen Social-Media-Teams der AfD auf Twitter parat. Also heißt das, ist das auch eine fehlende, sag ich mal, fehlende Initiierung so in der linken Szene, sich das halt so anzuschauen und dazu gemütlich zu werden? Markus und Falk? Oder Carline, möchtest du? Also ich finde, wir reden ja nicht besonders gut über diese Leute, ne? Und im Grunde machen wir ganz oft denselben Fehler wie die. So, wir finden, wir haben ja sowieso recht und wir sind die Guten und wir versuchen jetzt mal unseren Standpunkt durchzubringen. Und genau das meinte ich mit, auch wir müssen mal offen sein, wirklich offen sein, denen zuzuhören und zu hören, okay, was sagen die gerade, wovor haben die Angst, und nicht direkt zurückzuschießen irgendwie. Und da habe ich massiv den Eindruck, dass da eben im linkeren Bereich dieser Diskussion, das findet genauso wenig statt wie im sehr rechten Bereich der Diskussion. Ja, natürlich funktioniert das dann alles nicht. Also da stimme ich dir zum Teil zu. Ich finde, man muss so eine Art, also man muss irgendwie das so seinen Blick darauf schulen, was sind eigentlich so Fake-Profile, die wirklich nur noch so diese Hass-Sprechpartikel dauernd raushauen und auch überhaupt nicht dazu da sind, dass man irgendwie diskutieren kann, und wo sind Leute, die wirklich ihre Ängste dann rausschreien und oder rausposten und dabei auf bestimmte Partikel zurückgreifen, so bestimmte Sprache, und mit denen kann man dann auch noch vielleicht ins Gespräch kommen. Das habe ich auch erlebt auf Facebook, dass es doch immer wieder mit Leuten geht, die man dann kennt zumindest oder die man irgendwie noch erreichen kann, so mit Argumentationen. Das andere, was du gesagt hast, Christian, ist, geht mir genauso. Es ist doch erstaunlich, dass die Rechten sich so wahnsinnig viel Zeit nehmen und die offenbar auch haben, unentwegt im Internet zu irgendwelche Texte reinzuschreiben. Und ich sehe das von der gemäßigten Mitte und der Linken kaum. Also ich kenne es ja auch von mir. Also ich habe auch nicht Lust, irgendwie immer, oder nehme mir nicht immer die Zeit, auf alles einzugehen. Aber im Grunde ist es wichtig, also dass letztlich bestimmte Themen auch noch moderat verhandelt werden und dass man auf Sachen eingeht. Es ist auch so ganz kurz, es ist natürlich so, die neuen Rechten und Radikalen sind halt auch extrem laut und sind dauernd aktiv. Es ist zum Beispiel so, nur zwei Beispiele, also ich meine, es gibt
wahrscheinlich im Moment oder gab die größte Bürgerbewegung in Deutschland, die es überhaupt gegeben hat, das war die Bewegung, die sich um Flüchtende gekümmert hat. Die haben aber irgendwann gar keine richtige Aufmerksamkeit bekommen, weil immer nur irgendwelche Leute gezeigt wurden, die dagegen demonstriert haben. Aber eigentlich ist das völlig in der Gesellschaft angekommen. Gezeigt wurden, aber wie meinst du jetzt? Meinst du gezeigt wurden im Sinne von, es war für die Medien nur von Interesse, die zu zeigen, die dagegen sind? Also bei der Willkommenskultur, ich bin mir da nicht so sicher. Ja, irgendwann ist es gekippt. Ne? Am Anfang hat man es gezeigt und dann hast du ja eigentlich nur noch Heidenau und so weiter, Nauen und so. Die waren, muss man ja auch zeigen, sind ja auch schockierend. Ich glaube nur, dass so manchmal der Blick verloren geht dafür, dass AfD und Neue Rechte eine Minderheit sind. Gerade die Extremen da drin sind eine Minderheit. Das ist ja nicht so, dass die jetzt wirklich die Mehrheit in unserer Gesellschaft ausmachen, aber es wird so oft über sie gesprochen und berichtet, dass man den Eindruck hat, sie wären das. Aber mediales Ausmaß der Berichtung, Karline, weil du gerade einhaken wolltest. Ich wollte eigentlich nur sagen, mir ist wieder eingefallen, wie das Panel hieß. Organisierte Liebe. Und da ging es halt genau darum, wie ihr sagt, so, die Rechten sind top organisiert, die haben da überall ihre freiwilligen Social Media Ritter stehen und wir müssen das eigentlich auch machen. Und ja, ich wollte noch einen Satz zum Thema Counterspeech sagen. Auch da gibt es natürlich Strategien, wie man das noch ein bisschen schlauer macht, als einfach nur zurückzupöbeln. Auch auf der Republika gesehen, die Ingrid Brodnik, die hat ein Buch geschrieben, Hass im Netz, hat sich da aus wissenschaftlicher Sicht ganz intensiv mit auseinandergesetzt. Was ich total spannend fand, das war nur eine Kleinigkeit, war, dass sie sagte, je öfter, also wenn man Lügen hört, absurde Geschichten, je öfter man die liest, egal in welchem Kontext, aber je öfter man das liest, desto mehr verfestigt sich das im Kopf zu einer Wahrheit. Das heißt, wenn man Obama ist Moslem immer und immer wieder liest, dann hat man das plötzlich so im Kopf. Das heißt, wenn man dagegen argumentieren will, ist es keine gute Idee zu schreiben, Obama ist kein Moslem, weil dann hast du immer noch diese Verbindung, Obama und Moslem. Es ist viel schlauer zu schreiben, Obama, nein, das stimmt nicht, Obama ist Christ, ne? um da wieder einen neuen Zusammenhang herzustellen. Ich glaube, das heißt affirmatives Argumentieren. Okay. Markus, wolltest du vielleicht zu dem ganzen Counterspeech nicht? Bist durch? Okay. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen mal raus und fragen mal, ob es Kommentare oder Fragen dazu gibt, zu dem gesamten Komplex. Wer möchte? Das Mikrofon ist bereit. Hier vorne. Genau, Matthias Seyer vom Schauspiel Dortmund. Ich sag's gleich. Hi, ja, Matthias, der Name. Meine Frage wäre, es gibt jetzt vor allem in Österreich, aber auch in Frankreich, die sogenannte identitäre Bewegung, die so Ausländerhass und Xenophobie und all das mit einem sehr coolen, popkulturellen, aufgeladenen, sehr hippen, jungen und auch total netzaffinen Look kombiniert. Die Frage, die sich mir da stellt, wie kann man, was funktioniert bei denen so gut? Die sind extrem erfolgreich, die haben Social Media Resonanz, von denen Theater eigentlich nur träumen können, allesamt. Die kommen bei Jugendlichen, also natürlich nicht bei allen, aber bei einer speziellen Zielgruppe extrem gut an und machen jetzt quasi das, was eigentlich linker Kunstaktivismus war, von rechts, indem sie, das wisst ihr ja alle, so vor einem Monat zum Beispiel die Schutzbefohlenen in Wien stürmen oder das Burgtheater etc. pp. Es gibt vermutlich noch viel mehr Aktionen. Das ist eine, glaube ich, in Deutschland noch nicht äußerst virulente, aber europäisch gesehen extremst gefährliche Kiste. Was funktioniert bei denen? Wie stellt man sich dagegen? Wie positioniert man sich da? Also ich frage auch aus einer großen inneren Ratlosigkeit heraus. Markus? Also als erstes natürlich, die sind auch wieder nur eine Kopie, denn Nazis können irgendwie nie mit ganz eigenen Ideen rankommen. Die haben ja die Autonomen kopiert und jetzt kopieren sie halt irgendwie Spaß- und Kommunikationsguerilla-Aktionen. Also das finde ich schon mal beruhigend, dass sie eigentlich nicht eine eigene Form hervorbringen. Und ich finde auch, dass die Identitären nicht sieht so aus wie Nationalsozialismus wie sie, obwohl sie sich natürlich davon komplett distanzieren. Ich war eine Methode dagegen, weiß nicht, mehr auf die Straße gehen. Mir fehlt eh die große Demo. Ich habe immer über Lichterketten gelacht und eigentlich fehlen mir die halbe Million, die jetzt mal hier auf die Straße geht und sagt, ey, geht nicht, wir sind die Mehrheit.
Wir sind das Volk, wohl Volk, muss ich sagen. Was ist doch gestern hier in Berlin passiert? Na, 5.000, 7.000. Ja, ist gut, aber... Also, ich habe auch gerade, weil ich jetzt auch gerade in Wien arbeite, die Flugblätter der Identitären mal gelesen, auch mit meinen Autorinnen aus dem Autoren-Workshop haben wir mal diese Sprache analysiert. Gerade das Flugblatt, was da verteilt wurde bei der Stürmung des Theaters, und die Zuschauer wurden dann ja mit Kunstblut bespritzt. Das ist schon interessant, das ist eine reine Kopie, also wirklich. Und das ist natürlich interessant, also die klauen uns unsere Zeichen und die klauen uns unsere Aktionen. Ne? Und so, und jetzt kann man aber nur letztlich, also das kann ich jetzt, ne, nur sagen, also ich kann dann irgendwie nur eine Sprachanalyse und eine Ideologieanalyse machen und gucken, was wird da eigentlich behauptet. Also wird ja zum Beispiel behauptet, ihr habt die Vergewaltiger und die Terroristen ins Land gelassen, sagen die dann. An euren Händen klebt Blut und das spritzen wir jetzt ins Zuschauer. So, gemeint sind zum Beispiel damit die Terroranschläge in Brüssel und in Frankreich, die wurden aber in Paris, die wurden aber begangen von Leuten, die eben schon längst in den Ländern leben und dort groß geworden sind. Das heißt, das Problem ist ganz anders. Es ist ein viel komplexeres gesellschaftliches Bild, was sich da darstellt. Also das heißt, man muss die letztlich immer wieder widerlegen und auch sagen, dass es einfach falsch ist. Also die machen ganz viele Analogien, die einfach unsinnig sind. Dann wird auch zum Beispiel einfach so gesagt, Jelinek und ihr hasst das Volk. Jelinek und ihr steht für alles, was falsch läuft in Europa. Wir hassen ja nicht das Volk, wir hassen auch nicht Österreich, könnten die dann antworten. Das ist ja nur eine komplexere Auseinandersetzung mit der Politik Österreichs. Das ist ja kein Hass, wenn man sich kritisch auseinandersetzt mit dem Land, in dem man lebt. Ich glaube, da muss man immer wieder letztlich, vielleicht nicht für die paar Hardliner-Identitären, aber für die, die sozusagen davon eventuell irgendwie mit reingezogen werden, die davon infiziert werden, an die kann man sich ja nur richten und denen immer wieder sagen, also, das ist einfach falsch, es ist gelogen, es sind falsche Begriffe, hier werden Diskurse durcheinander gebracht, die nichts miteinander zu tun haben. So. Du schaffst ja eine Figur bei vier, die sozusagen so ein Schiff durchmacht. Das ist ja so eine deiner, sag ich mal, autorenschaftlichen Strategien, wenn ich es richtig verstehe. Kannst du das mal kurz erläutern? Weil das fand ich auch als eine Möglichkeit interessant. Also zu verstehen, wie jemand tickt, sozusagen von links nach rechts. Ja, ich würde das jetzt so beschreiben, dass es so ist, ich zeige da Leute, die sich mit diesen ganzen Themen auseinandersetzen. Also ich zeige dann eben nicht den Pegida-Mitläufer oder so, ja, sondern eigentlich Leute, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen und dann eigentlich versuchen, für einen Moment mal reinzuschlüpfen in diese Denkweise, um die selber zu begreifen. Also um eigentlich mal zu verstehen, was sind das für Ängste, Angstzustände, was ist das für ein Weltbild. Ich habe mich mit den Tänzern und Schauspielern auch sehr damit auseinandergesetzt. Was sind das eigentlich für emotionale und energetische Zustände? Wenn man diese Pegidisten so vor der Kamera sieht, ist das fast immer so ein Erregtheitszustand. Es ist immer so ein Brüllen. Also es ist ja immer so, die Stimme überschlägt sich ganz oft. Es ist immer so hier. Das sind ja nicht irgendwie beruhigte Leute, die so argumentieren, sondern die sind ja echt so auf 180. Und wie kriegt man die jetzt überhaupt noch beruhigt? Aber letztlich switche ich in dem Stück tatsächlich hin und her, sodass sich die Perspektive wandelt, ändert der Zuschauer auch mal, das ist so ein Versuch, letztlich auch das mal wahrnehmen könnte aus der Sicht von jemandem, der in Sachsen-Anhalt lebt und sich wirklich abgehängt fühlt, der das Gefühl hat, die Wiedervereinigung war eine große Verarschung, irgendwie, es hat alles nicht geklappt, er hat seine Heimat verloren, jetzt kommen plötzlich da irgendwelche Fremden, die kriegen dauernd Teddybären entgegengeschmissen, wir kriegen hier nichts, die kriegen alles und dann kommen ja auch so Vorstellungen, die dann auch geschürt werden, die leben da alle in Luxus und so, also dass man auch mal so in diese Gedankenwelt rein switcht, das ist so mein Versuch. Mhm. Nächste Frage. Ja, das ist jetzt nicht richtig eine Frage, sondern was, wo ich mich auch frage und was mir da aber auffällt, das würde anschließen an salonfähig, ist mir als Ausdruck sehr aufgefallen. Dann, ich warte auf die Demonstration, wo jetzt Hunderttausende auf die Straße gehen und sagen, wir sind das Volk. Das ist ein gemeinsames Problem, empfinde ich, von dem, was wir jetzt sind, weil wenn 90% der Bevölkerung auf die Straße geht und sagt, wir sind das Volk, wir sind auch an der Regierung und wir haben die Macht. Und das wollten wir jetzt nur mal eben hier in einer Demonstration klarstellen. Das ist absurd. Eine Demonstration ist eine Widerstandsbewegung, wo eine Minderheit, um sich Gehör zu verschaffen, schreit mit angespannter Stimme und so weiter. Und ich bin aus einer Generation, ich habe selbst so geschrien.
als Linke. Ich habe auch noch geschrien, wer hat uns verraten, Sozialdemokraten. Ja, so alt bin ich. Welche Sozialdemokraten meinen Sie denn? Haben Sie das war die SPÖ in Österreich. Okay. In der Weimarer Republik haben Sie das denn geschrien, oder was? Bitte? In der Weimarer Republik haben Sie das denn geschrien, oder ja, was? Aber man hat es wieder aufgenommen in den 80er Jahren in Österreich. In Deutschland scheinbar nicht, aber auch. Wir hatten das. Doch, das wird ja. Und ich habe auch noch aber im Ohr meine bürgerliche Mutter, die mir dieses Benehmen beigebracht hat, gegen das ich dann als Linke ja die ganze Zeit war. Das heißt, ein Salon ist etwas, wo es Benimmregeln gibt und es gibt eine einfache Geschichte, wenn ich mich bürgerlich benehme, wenn jemand da hereinkommt und nicht weiß, wie man sich verhält und auf den Tisch scheißt, dann fliegt er raus aus dem Salon und er kommt das nächste Mal auch nicht wieder rein. Dagegen waren wir natürlich, weil wir dachten, die Bürger sind die, die an der Macht sind mit ihren Benimmregeln. Diese Bürger waren jetzt auch da und helfen armen Leuten und Flüchtlingen. Und ich tue das dann auch brav, weil das habe ich gelernt noch von meinem bürgerlichen Elternhaus. Das ist ein bürgerliches Verhalten, das ist kein Widerstandsverhalten. Und das ist deswegen auch nicht medial so interessant, das ist nicht so aufgeregt, dass... ist klar, dass das nicht so theatral ist. Das Internet war früher ein Widerstandsort, wo man endlich den Bürgerlichen, die die Deutungshoheit hatten in den Zeitungen und gesagt haben, so und so ist es, und die natürlich eine Art von Lügenpresse waren, weil sie ja nur die Herrschaft vertreten haben, konnte man reinsagen, die linke Widerstandsmeinung. Und auf jetzt, welchen Punkt wollen Sie raus? Dass das jetzt alles, alle diese Positionen auf einer sich selbst als immer noch links begreifenden Position sitzen, in der sie aber an der Macht sind, in Wirklichkeit das Bürgertum vertreten und mit Formen jetzt umgehen, wo die andere Seite als Widerstandsbewegung die benutzt. Das heißt, die jetzt so schimpfen, sich so benehmen und die sich gesagt haben, unsere alten Sachen übernommen haben, sind jetzt die Rechten. Und eigentlich müsste man eigentlich gibt es Formen zu sagen, okay, wir sind das Bürgertum, wir stehen dazu, okay. Das mit dem Links ist vorbei. Ich glaube, wir haben den Punkt begriffen, den Sie machen wollen. Es wird nicht zugegeben und wird nicht so definiert. Und das kommt mir in den einzelnen Äußerungen und natürlich auch bei mir selbst, aber als das zentrale Problem. Ich stoppe nur, dass nur andere eine Chance haben, was zu sagen. Möchten Sie? Und dann machen wir eine Runde. Ja, die nehmen wir auf und wir machen das gleich. Dankeschön. Ich bin Alfonso Pantisano, ein Gründer von einer Seite gegen Homophobie, die heißt Enough is Enough, Open Your Mouth. Und ich habe mir gerade hier, ich hadere sehr stark im Moment mit diesen ganzen Hasskommentaren, vor allen Dingen nachdem die Demo für alle ja mobil gemacht hat, die ja auch eine ganz klare Strategie fährt. Die haben natürlich viele fleißige Helfer, die ja tweeten bzw. auf Kommentare zurückantworten, aber die verschicken ja auch sehr gerne kurz vor Fernsehauftritten, kurz vor Demos oder wenn Dinge gepostet werden, E-Mails raus in allen möglichen Newsletter mit Textbausteinen, wie denn diese Leute denn dann Copy and Paste die Dinger dann wieder reinsetzen können und bombardieren können. Und wir bekommen teilweise auf sehr kritische Kommentare, die Sie ja kritisch sehen, bekommen wir teilweise hunderte von Kommentaren darunter. Jetzt sind wir ja nun dort nicht beschäftigt, sondern machen das in unserer freien Zeit als Hobby mit unseren fast 90.000 Followern. Und wir könnten den ganzen Tag damit beschäftigt sein, diese Leute ja irgendwie zu unterhalten und ihnen ständig mit Counter-Speech irgendwie entgegenzukommen. Mhm. Jetzt sagten Sie ja... oder Markus, du sagtest ja gerade, wir sollten ihnen ja immer entgegenkommen und immer wieder versuchen, ihnen auch irgendwie Paroli zu bieten. Aber was entgegnet man zum Beispiel einer Frau, die wir vorhin gehört haben bei der Demo für alle, die sagt, es ist so gegen die Natur wie zwei Kälber oder Kalb mit zwei Köpfen? Was antwortet man diesen Leuten? Es ist so schwierig, diesen Leuten irgendwie noch mit Argumenten zu kommen. Okay, sollen wir mal das mal reingehen? Genau.
Ganz kurz, ich würde kurz nur was antworten zu dem, zum ersten Sehr Kommentar. Gerne. Also ich finde, dass Sie zum Teil jetzt schon sich dieses Denken und diese Propaganda der Rechten so angezogen haben. Also ich würde da widersprechen, dass die Linken an der Macht sind, sondern wir haben zum Beispiel die CDU und die CSU in Deutschland an der Macht. Das sind keine linken Parteien. Das wird nur von den extremen Rechten so behauptet. Die CDU ist eine konservative Partei. Und es gibt natürlich immer noch linke und auch radikal linke Positionen, die nicht im Establishment angekommen sind. Also das ist ja das, was ich vorhin von Frau von Storch vorgelesen habe, diese Behauptung, alles, was links von der AfD ist, ist irgendwie so eine amorphe Masse. Da würde ich ganz stark widersprechen. Das Kalb mit den zwei Köpfen. Bitte das Kalb mit den zwei Köpfen. Ja, und vor allen Dingen diese Masse, Verzeihung, weil auch an Markus und euch beide, was passiert da, wenn diese Truppen sich zusammenfinden, kurz vor der Sendung? Also Kai Diekmann hat auch mal was sehr Schlaues gesagt, nämlich er antwortet bei Twitter grundsätzlich nur Leuten, die mehr als 500 Follower haben oder bei denen sich das überhaupt nur lohnt, in Dialog zu treten. Also wenn die Dame mit dem zweiköpfigen Kalb irgendwie 10 Follower hat, null Reichweite mit diesem Tweet bekommt, könnte man tatsächlich, finde ich, überlegen, ob man mit der überhaupt reden muss. Ne? Und das wäre so meine persönliche Empfehlung. Das erste wäre, ein bisschen auszuwählen nach Relevanz und Sichtbarkeit. Wo antworten wir drauf? Und das zweite ist, ihr kennt ja die Argumente. Ne? Also auch das, was du vorhin vorgelesen hattest, das ist ja nicht naturgewollt und nicht gottgewollt und so weiter. Es ist doch kein Problem, dann bereitet ihr 20 Memes vor mit Beispielen aus dem Tierreich, die schwulen Giraffen, die schwulen Schwäne, ist ja wurscht. Schreibt da noch was Flottes drauf und sagt hier übrigens, süße Kälber, übrigens schwul. Oder so, und die habt ihr auf Taste, ne? Die Bibel-Gegenargumente. Da hatte ja eine Frau gesagt, so wir haben es ja alle gehört, ne? Dann setzt euch doch da 10 Minuten hin und überlegt, gut, wie entgegnen wir dem? Also mit welchem Bibelzitat, wahrscheinlich aus dem Evangelium eher, kommen wir denn da mal aus der anderen Ecke? Ne? Ihr könnt euch ja selber so eine Liste bauen mit Memes, mit Fotos, mit Zitaten und dann könnt ihr das bei Bedarf immer rausballern. Okay, also Malkasten, klar. Markus, noch eine Variation dazu? Nee, finde ich auch gut. Ich denke aber auch, bei manchen einfach, ich meine, so Leuten kann man auch nicht mehr helfen. Wer denkt, das ist halt wie zwei Köpfe. Also da muss man auch nicht weiter diskutieren. Das ist irgendwo dann, da geht es halt auch nicht. Und nochmal zu Ihnen. Ich glaube, wir sind halt in so einer, die Linke hat immer von der Diskurshegemonie geträumt, mit der wir dann irgendwann die Revolution machen. Das Problem ist, die Rechten haben die Diskurshegemonie gerade und treiben die anderen vor sich her. Und ich glaube, dagegen müssen wir, das müssen wir uns bewusst werden. Und zu dieser Diskurshegemonie gehört eben auch, dass alles links ist. Die CDU ist links, die sind alle links. Das treibt dann aber die CDU schon lange wieder von dem Merkel-Kurs weg. Und also ich denke, da sind wir in einem sehr gefährlichen Zustand, der auch genau dazu führt, dass seit einem Jahr eben überall alle darüber, dass auf einmal so was entfesselt wurde und auf einmal mehr zutage tritt als davor, dass die Leute auch nicht mehr eine Hemmung haben. Also Leuten irgendwie die Mordkommentare, also hat mir jemand erzählt, der hat jemand, der macht das seit 3 Monaten, jeden Tag eine Morddrohung und er nimmt sogar in Urlaub mit. Auf einmal kommt die IP aus Mallorca und dann geht es wieder zurück. Also ich meine, das ist schon ziemlich durchgeknallt, was da so abgeht. Ja, durchgeknallt ist glaube ich, das richtige Wort. Und Caroline Ehmke hat ja einen wunderbaren Talk bei der Republika über den Hass in unserer Gesellschaft und sagt, alles fängt an dabei, dass wir den oder die andere entpersonalisieren, das heißt gar nicht mehr als Mensch wahrnehmen. Und ich glaube, das war sehr richtig. Ich danke euch für das tolle Panel. Karline Mohr, Markus Reuter, Falk Richter, herzlichen Dank. Danke an euch.